In diesem Video. Hat jemand Steine verteilt? Gibt's einen weiten Blick? Haben wir mit Mord zu tun und unseren eigenen Turm? Willkommen zurück. Im letzten Video musste ich mich mal kurz über Müll aufregen. Ich stand danach am Kap Kolka und hab Wellen und Wind und Wetter genossen. Der Co-Pilot ist noch eine kleine Runde geflogen bei ordentlich Windböen und danach haben wir uns einen windstillen Ort an der Ostsee gesucht. Der Abend endete neben einem geschlossenen Campingplatz und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living aus Lettland. Wie ihr seht, Traumwetter, blauer Himmel, Satellitenschüssel, Solarpanels und irgendwo die Sonne. Die Sonne eigentlich in diese Richtung, vorhin zumindest. Und wo haben wir geschlafen? Naja, praktisch direkt an der Ostsee, das da hinten ist. Man nennt es auch gerne mal Golf von Riga. Der Regen von letzter Nacht ist Geschichte. Die Sonne scheint entspannt vor sich hin. Und hier sehen wir das Salzwasser. Super schön, kein Sturm, kein Regen, herrlicher Morgen. Deswegen auch schon etwas früher aufgestanden, denn das Wetter bleibt leider so nicht. Gegen Nachmittag wird sich das Ganze ändern. Es kommt wieder Hochnebel rein. Und die Geschichte wird grau, also heute Morgen etwas eher unterwegs und schönes Wetter genießen. Familie Schwan macht das auch und dümpelt hier in der Minimalbrandung vor sich hin und taucht nach Futter. Drei Jungtiere großgezogen. Fliegen die eigentlich noch weg oder bleiben die hier? Die Steine liegen hier auch so in der Bucht, als hätte sie einer schön verteilt. Ansonsten Picknickbänke, Mülleimer, Feuerstelle, Schaukel und die schwarzen Dinger da drüben sind Toiletten. Das ist der Campingplatz, Grauenhüsli, der hat zu. Der Takeaway-Kaffeeautomat hat aber geöffnet. 1,50 kostet hier eine Prise Kakao oder Kaffee. Ist aber natürlich mit Karte oder Cash. Und wenn ihr euch fragt, wo wir jetzt sind, Kolka, da waren wir gestern an dem Kap. Jetzt sind wir hier, nachher fahren wir hier hin. Und Riga ist so das über alles Ziel der nächsten Tage. Und so nebenbei, mein Auto tropft wieder hier vorne runter und ich denke, das ist Wasser vom Fahrzeug, Kondenswasser aus den Holmen, von der Karosserie und irgendwas. Denn das gesamte Auto ist super nass heute Morgen. Seid auch wieder da, habt euch in der Luft vergnügt, während ich hier am Putzen bin. Super, gerechte Jobverteilung, hä? Ich versuche mal wieder etwas sandlos zu werden. Never ending story. Hätte jetzt durchaus Lust zu frühstücken, aber ich glaube, wir machen erst Kilometer und dann kümmern wir uns so langsam mal wieder um Three Bears Porridge. Feinster Kakao gefunden. Pocket Porridge in verschiedenen Geschmacksvarianten, auch immer sehr geil zum Mitnehmen beim Wandern. Mandelmus, damit kann man seinen Porridge noch verfeinern. Oder Erdnussmus, auch lecker. Und ein lustiges Overnight Oats Glas, habe ich auch noch gefunden wieder.
Ja, dann auf in den heutigen Reisetag. Viel Spaß. Jungs, was ist mit da? Hallo, was geht mit euch? Hört wieder Free Bears und schon putzmunter, oder was? Na, das kann ja heiter werden die nächsten Wochen. Wieder mal. Komm, Friedrich, gib her. Friedrich, lass los. Herr Mann, Alter, lass jetzt los. Ah, guck dir das Glas an, genau. Praller Sonnenschein, richtig hell. Gerade noch Rolf getroffen, der wohnt hier seit 25 Jahren, aus dem Norden Deutschlands hergezogen. Der meinte hier, dieser Ort, hier fallen sie im Sommer alle aus Riga ein. Also so weit fahren sie noch, bis Kolka fahren sie nicht, aber bis hier. Und dann stehen hier die Luxusfahrzeuge, die Häuser sind vermietet und es ist Halligalli. Gut sind wir hier im Herbst. Wir fahren jetzt 74 Kilometer in Richtung Riga zu einem Nationalpark, einem Moorgebiet. Das meinte auch Rolf gerade. Sei schön, müsste man sehen. Also los. Die Toiletten waren übrigens offen und sahen auch ganz sauber aus. Tell me we were on the same page. But baby, baby, I was hearing things while you were switching lanes. We were going so fast that the lines were only blurry. Didn't stop to realize that you could hurt me. Wir sind schön durch die Wälder gecruised, an der Küste entlang, sind jetzt auf der A10, glaube ich. Und fahren hier links. Da geht's noch tiefer in den Wald. Geblitzt wurden wir heute meines Wissens nicht. Lief alles gut. Ui, hier links, alter Waldfriedhof. Das sieht ja mal schick aus. Wir fahren aber noch 1,7 Kilometer weiter. Oha, das mit dem Asphalt hat sich jetzt auch erledigt. Und der Friedhof ist riesig. Der zieht sich hier die gesamte Straße entlang. Das ein oder andere Schlagloch ist übrigens auch mit dabei, während wir hier durch den Wald fahren. Ein paar letzte Schlaglöcher. Alter, so kann man einer schalten. Zweiter Gang und dann ein Parkplatz. Nicht sehr stark und ausgeprägt beparkt. Oh, noch mehr Schlaglöcher. Und von hier geht es dann ins Naturschutzgebiet. Können wir los? Seid ihr bereit? Ja, verdammt, sorry, ich noch nicht. Ich muss noch hier den anderen Stab an euch schrauben. So kann ich euch nämlich ein bisschen auf Distanz halten. Und jetzt laufen wir los. Schauen wir uns mal an, was das Moor kann. Kleiner Imbisswagen steht hier noch rum. Ein Moppe steht irgendwo im Wald und generiert hier Strom für den Wagen. Parken fürs Zahlen. Zahlen fürs Parken muss man hier, soweit ich gesehen habe, nicht. Zwei Chemieklos warten auf Nutzer und hier gibt's Getränke. Wir laufen mal los, ab ins Moor. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bevor es ins Moor geht, geht's aber hier erstmal noch einen Waldweg lang. Der dürfte irgendwann aufmachen und dann stehen wir vor freier Fläche, mehr oder weniger. Die Runde durchs Moor, so ungefähr 5 Kilometer. Kriegen wir hin, oder? Hat da was zu essen? Scheiße, habe ich meine Kekse vergessen, glaube ich. Verdammt. Ohne Notfall essen unterwegs, nur mit ein bisschen Wasser. Mein Vorsatz heute übrigens, in Pfeilrichtung laufen. Deswegen laufen wir hier links. Und ich habe meine Kekse doch dabei und das gesamte Moor. 8000 Jahre alt und bis zu 100.000 Besucher trampeln hier über die Pfade. Jetzt bin ich mal gespannt. Bisher ist aber weiterhin irgendwie nur Wald zu sehen. Ganz viele Bäume. Ob das noch anders wird? Oh, und verdammt, ich wollte noch Hühnchenfleisch rausnehmen aus dem Tiefkühler. Vergessen. Ah ja, guck an, der erste Holzsteg. Aber immer noch lauter Bäume um uns rum. Es wird aber heller hinter euch. Hab noch Hoffnung, dass wir Moor sehen. Eine Schautafel, das
Kemeru-Moor. Kurz hinter der Schautafel beginnt jetzt auch der echte Steg und das Moor. Und rechts von uns steht auch schon gleich das Wasser. Die Landschaft ändert sich. Deutlich weniger Bäume, kleinere Bäume nur noch und viel offener. Hier gibt es auch überall diese Bypassplätze. Da kann man dann den Gegenverkehr vorbeiziehen lassen, wenn welcher kommt. Hier kommt jetzt schon der erste Abzweig. Rechts geht die kleine Runde lang. Da geht es zurück zum Parkplatz. Aber hey, wir nehmen heute die große. Blaubeeren lassen sich hier übrigens auch finden. Die wachsen hier entlang des Weges. Die kann man dann auch mal zupfen und essen, wenn man denn mag. Zu dieser Jahreszeit wächst ja aber praktisch nichts mehr. Es sind auch keine Vögel mehr da. Die sind alle weggevögelt, geflogen. Der Steg übrigens in sehr gutem Zustand. Hier und da haben sie mal Bretter ausgetauscht. Die werden natürlich irgendwann mal morsch. Aber unterm Strich super zu laufen. Und auch nicht viel los, wie ihr seht. Kleine Pause gefällig mit Blick auf einen kleinen Teich. Jo, könnt ihr euch absetzen. Und so kleine Tümpel gibt es hier immer wieder. Der Fokus liegt hier beim Laufen auf jeden Fall mehr auf dem Pfad als auf der Landschaft. Denn ich muss immer wieder runter gucken, was der Pfad macht. Nicht wegen Kurven, aber weil er hier und da doch ein bisschen beschädigt ist. Deswegen muss man immer mal wieder stehen bleiben, um zu gucken und die Landschaft zu genießen und das schöne Wetter vor allem. Ja, und während ich hier so über die Pfade schleiche, schleicht sich in mein Bild ein hoher Turm. Und wenn man hier hochgeht, sieht man mal in die Ferne und die richtige Schönheit. Die vielen kleinen Tümpel, die hier bei ohne Wind wie Spiegel liegen. Und dann sind wir oben. Wow, gewaltig. Ja, da stehe ich jetzt hier wahrscheinlich auf der höchsten Erhöhung des gesamten Moors. Gewaltiger Blick, tolle Spiegelung hier, die Seen, die wenigen Bäume, kein Wind, grandios, wenig los. Wobei gerade eben, also auf dem Turm, hat es mal kurz geschwankt, waren dann doch ein paar Leute hier. Für Dienstag ganz schön gut besucht. Ich will nicht wissen, was hier im Sommer los ist. Man merkt halt schon ein wenig die Nähe zu Riga. Wir sind nur 45 Kilometer weg von der Großstadt. Da traut sich halt auch der ein oder andere Großstädter mal in die Natur. Der Turm markiert übrigens ungefähr die Halbzeit. 2,4 Kilometer sind wir jetzt, glaube ich, gelaufen. 2,5 liegen noch vor uns und immer schön auf den Steg gucken. Es gibt ein paar Stolperfalle. Und die Wasseroberflächen sind einfach ein Traum. Und dass die Großstadt nicht weit ist, das hört man auch. Der Flughafen muss hier irgendwo sein. Wir hören die Flieger. Und im Vergleich zum letzten Moor sieht das hier schon sehr mooriger aus, oder? Viel weniger Baumbestand, deutlich mehr Wasser. Und obwohl es andere auch ein Moor war, ist das hier deutlich mooriger. Dafür fehlt ihm der große See, den wir im letzten Moor hatten. Es ist übrigens so ganz ohne Wind und Sonne im Rücken. Ganz schön warm für Ende Oktober, also echt eine angenehme Geschichte der heutige Tag. Kurz mal abgesetzt, hier stehen ja überall so schöne Stühle rum. Und ein paar Dinge am Handy erledigt. Ja, jetzt machen wir mal, dass wir weiterkommen. Und einen Übernachtungsplatz habe ich auch schon gefunden. Also, Thema läuft gar nicht weit weg von hier.
Da sind wir. Es geht wieder woanders hin, nämlich nach links in 1,2 Kilometer ist der Parkplatz. Wir verlassen dieses schöne Moor und hoffen, es bleibt noch lang bestehen. Richtig cool, lohnt sich, es anzuschauen. Und jetzt weiter zum Auto zurück. Die Bäume werden zahlreicher, dichter und am Ende auch wieder größer. Das heißt, raus aus dem Moor sind wir. Im Moor haben es Bäume deutlich schwieriger. Der Untergrund wässrig, morastig. Da können die Wurzeln nicht so richtig halten, deswegen keine großen Bäume. Ist der Boden wieder trocken und härter, größere Bäume. So habe ich mir das jetzt mal hergeleitet, ob das stimmt. Da fragt man einen Botaniker oder einen Morologen. Sehr schön war es auf jeden Fall. Und jetzt sagt das Schild, 700 Meter bis zum Kaiwin Plus. Zurück. Und jetzt wird erstmal was gegessen. Produktion läuft, Spiegeleier ein letztes Mal mit einem dunklen Brot. Also ich habe noch, aber die Verpackung ist jetzt alle. Spiegeleier immer wieder was Feines, leider schon Geschichte. Und da lauert der Feind. Ende Oktober und da hängen mindestens 6-7 Mücken rum. Ob die noch stechen, weiß man nicht, aber sie hängen am Gitter. Da fragst du dich ja, was ist hier im Sommer los mit Viechzeug und Menschen? Also, Was übrigens auch nicht gut aussieht, ist unser Kühlschrank. Der ist verflucht, leer. Wir müssen morgen einkaufen, fürchte ich. Dann wollen wir mal weiterziehen. Heute mal nicht am Meer, sondern im Inland. Ein abgelegener, ruhiger Spot. 22 Kilometer. Die rausche mal kurz hier durch den lettischen Wald. Down to the street and I see us. You're a beam of light, a beautiful knockout. I'm alone again. Das war eine rumpelige Fahrt, die letzten 12 Kilometer, oder die Waldfee. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Wir stehen hier bei Rindern und ganz vielen Pferden in der Sonne an einem Aussichtsturm. Also das ist schon nicht ganz schlecht. Kann's nicht anders sagen. Leider geil. Schnell mal noch das Wattstunde Solarpanel angeschlossen. Jedes Watt zählt. 21 kommen rein, ist nicht viel. Neben dem Auto stehend 44 Watt. Besser. Ansonsten ist hier absolute Ruhe und da hinten riesen Pferdeherde. Also das sind hunderte von Tieren zusammen mit Rindern. Riesenweide. Kurz mal etwas am Rechner gesessen. Geht hier jetzt so langsam die Sonne unter. Also da nicht, aber da hinter den Bäumen. Auf der Weide alles ruhig. Die Pferde pferden vor sich hin.
Alle anderen auch. Außer uns war auch noch keiner wieder hier. Absolute Ruhe, bis auf die Geräusche der Tiere. Viren und Moon. Von oben sieht man bekanntlich mehr. Schnell mal auf den Turm. Von hier oben kann man diverse Flugviecher beobachten, wenn sie denn hier sind. Aber einen schönen Blick auf die Weide hat man auf jeden Fall. Wettertechnisch heute auf jeden Fall deutlich besser als erwartet. Angedacht war eigentlich Wolken ab Mittag und Regen so jetzt. Aber bisher noch nichts zu sehen. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, wir bleiben heute Nacht hier. Versteht sich von selbst, oder? Wenn wir schon mal so einen schönen abgelegenen Spot haben, dann genießen wir den auch. Einige Infotafeln noch. Bären sind da abgebildet und Wildschweine und Elche und okay, einiges los hier. 2011 bis 2018 haben sie hier wieder begonnen, die Moore zu renaturieren, denn hier war praktisch alles trockengelegt, Gräber gezogen und dann ist vorbei mit Moor, das haben sie renaturiert. Und ich glaube, ich räume jetzt mal die Solartasche weg. Echt frisch draußen, ohne Sonne, außerdem einige Mückenzeug rum, grandios. Und jetzt Prost. Ich lade gerade drei Videos noch hoch, das sind die von gestern. Upload Speed, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. 11, 8, 8, immer noch 8, 9, 10, also ist nicht der Burner. Aber immerhin stabil und verlässlich. Und Friedrich, schon dunkel, 17.22 Uhr, ja? Nicht mehr viel zu sehen draußen. Spätzle oder Knödel, welche Liga seid ihr? Denkt mal noch drüber nach, ich bin hier gerade noch am Datensichern und Schneiden. Aber wir brauchen hier eine Entscheidung, denn ich fange gleich an zu kochen. Es ist schon wieder gleich 19 Uhr, draußen Grabbenacht, es war kein Mensch mehr hier, es ist keiner vorbeigefahren. Gerade eben flogen noch ein paar Gänse vorbei, die habe ich gehört, aber ansonsten ist ja absolut tote Hose. So geil. Hatte schon lange keinen mehr so abgelegenen Spot wie heute. Ich habe mich entschieden, es gibt Knödel. Warum? Weil die Verpackung immer im Weg ist und jetzt wird sie gegessen. Nicht die Verpackung, aber der Inhalt. Wichtig, Knödel erstmal quellen lassen, 10 Minuten. Sonst wird es nichts. Während die Knödel einweichen, schnipsel ich schon mal Zwiebeln und Knobi. Zack, schon fertig. Und dann Olivenöl in die Pfanne und los geht's. Bevor das Öl brennt, Zeug rein. Am dünnsten. Und als nächstes dann gleich das Fleisch. Das ist, wie soll das anders sein, noch gefroren. Naja, was willst du machen? Muss es halt irgendwie auftauen in der Pfanne. Allerlei Gewürze schon mal reingeworfen. Nachher gibt es noch ein bisschen Bratensoße dazu, Wasser und es gibt eine Whisky-Soße, also noch ein guter Jameson. Ob der Whisky noch gut ist? Man sollte ja Lebensmittel probieren, bevor man es reintut, oder? Ich glaub schon. Dann mal rein damit. Guter Schuss. Die Soße? Soweit fertig. Aber die Knödel, ey, die mal kochen auf diesem Gasfeld, da verreckst du ja. Da fällt hier eher noch Schnee, als dass das passiert. Nein, Kobelo, das schneit nicht, das habe ich nur so gesagt. Kannst dich wieder beruhigen. Nehmt euch was, wenn ihr auch was wollt. Ich esse jetzt. Und der Herr Kobelo kriegt natürlich auch was, wenn er was will. Aber erstmal brauchen wir irgendwie Stöbeck. Guten Appetit. Oh, ist das Video live gegangen, Kobelot, hast du geguckt? Oh Mann, wo ist mein Handy? Ja. So Jungs, wie schaut's? Friederlich, geh ich mal pennen. Und der Kobi liegt da auch noch rum. Und ihr steht da auch noch. Wollt ihr nicht ins Bett? Ist Mitternacht, es wird so langsam mal Zeit, dass wir schlafen. Und ja, morgen gucken wir mal, was geht. Vormittags wohl schlechtes Wetter, nachmittags schöner. Ich habe noch keinen Plan. Einkauf sollten wir dringend. Hier liegt schon die Einkaufsliste. Also gucken wir mal, was passiert. Wir sagen für heute gute Nacht. Vielen lieben Dank für den Support, den ihr uns gebt. Via Amazon Partner Link, via PayPal, Bankkonto und so weiter. Sehr coole Sache. Vielen lieben Dank. Und ja, dann sehen wir uns dann morgen im nächsten Video wieder, hoffe ich. Danke fürs Wiedereinschalten. Bleibt gesund und munter. Gute Nacht. Ciao zusammen. So Jungs, ab ums Eck mit euch. Mit einem Lächeln im Gesicht. Seine Bärenbande, die niemals weicht.
Co-Pilot, der treue Freund, stets bereit, mit nem Schluck Whisky in der Pfote ganz befreit. Friedrich zählt die Münzen, wacht über das Geld, Flauschi die sanfte Seele, die den Frieden hält. Wir sind unterwegs, auf Straßen weit und breit, Zotte führt uns durch die schönste Zeit. Mit Co-Pilot, Friedrich und Flauschi an Bord, reisen wir durch Länder, von Süd bis Nord. Abenteuer rufen, wir hören den Wind, mit Zotte und den Bären, das Leben beginnt. In den Wäldern von Schweden, am Mittelmeerstrand, überall wo Zotte hält, ist es ein Traumland.